So, herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Minecraft Survival Underground. You never see the sunlight again, heißt diese Map. Also, wir befinden uns hier im Untergrund. Die ganze Zeit im Untergrund. Und wir dürfen nicht hoch und wir können auch gar nicht hoch. Wir müssen hier überleben. Wir haben nur ein paar Sachen zum Überleben. Ja, da vorne ist eine Truhe. Das ist hier unser Anfangsraum. Und wollen wir mal direkt anfangen. Ich hatte einfach Lust dazu. Ich bin durch einen Let's Player namens Embi oder Embi darauf gekommen. Und da habe ich gedacht, ach, spiele ich das mal, weil das sich ganz lustig angehört hat und auch gut aussah. Das Sommerpack ist von Herr Sommer, Rustic, also rustikal, so in Art, ne? Und dann wollen wir mal loslegen. Hier haben wir einen Mann. His name is Bob, he is a survivor like you. Also er hat genauso überlebt wie wir. Ne, Bob? Hallo. Wieso ist er eingesperrt? Wir lassen ihn da drin. Der darf da nicht raus. So. Ich weiß gar nicht, ob die Musik ein bisschen zu laut ist. Okay, so müsste es passen. Oh, ich habe gar nichts an. So. Dann wollen wir mal zuerst gucken, was wir hier drin haben. Und so, da haben wir einmal Knochen, Sticks, Brot, Zuckerrohr und noch ein paar andere Sachen und Grasblock. So, hier ist eine Kiste, was steht da drauf? Cryo Preserved Eggs. Kann ich jetzt natürlich noch nicht ran, aber okay. Wir machen jetzt erstmal, ich brauche mal den Erdblock. Ich werde jedoch den hier hin machen. So. Da ist Gras drauf, ne? Ja. Jetzt brauche ich natürlich noch mehr Erde, die ich mir hier herhole. So, die setze ich dann hier hin. Damit hier unten. Jetzt nehmen wir mal. Welche Fackel nehmen wir denn mal? Die hier. Brauche ich mal Fackeln. So. Jetzt muss das bepflanzt werden. Müssen wir erstmal hier ein bisschen. Das muss erstmal mit Erde wachsen. Muss er drauf übergehen erstmal, also ja. Okay, wir brauchen noch mehr Erde, aber mich stört das Texture Pack irgendwie. Moment bitte. So, jetzt sind wir wieder bei unserem alten Texture Pack von Misa. Wir nehmen einfach das, weil mir das einfach besser gefällt. Ist hier noch irgendwas hinter? Das Sand? Ja, das ist Sand. Sehr gut. Bisschen Sand brauchen wir auch auf jeden Fall. Da wächst schon das Gras, aber eigentlich wollte ich ja Erde haben. Nein, keine Erde. Hier haben wir noch Erde. Wo ist die Erde denn? Gar keine, soll ich mal hier ein bisschen. Ich glaube, wir machen mal so, sieht man schon mehr, ne? Aber es ist ja auch so.
Jetzt sehe ich auch schon mal... Clay ist das. Ja, sehr schön. Aber ich brauche Erde und die ist noch... da. So, Erde holen. Kohle, sauber, sauber, sauber. So. Da hinten habe ich nämlich schon was gesehen. Wir können erstmal den Knochen zu Bone Meal machen. Da hinten habe ich nämlich schon Wasser gesehen. Das heißt, wir können... Nee, wir können hier... mal eben den Kaktus hinsetzen. Und hier zum Beispiel... So, mach da mal hin. Können wir das Zuckerrohr hinsetzen. So. Jetzt können wir ja auch erstmal hier so hier überall herum Erde hinsetzen, damit hier auch schnell ein Baum wächst. So. So, das dauert eine Ewigkeit. Ich brauche bald Steinwerkzeug. So. Ich brauche das Licht hier. So, hier setzen wir mal zuerst einen Baum hin. Und ich weiß ja nicht. Ne, wir lassen den so wachsen, weil auf Gras müsste eigentlich auch... Ja. Naja. Na, geht doch. Wir haben es einfach mal gemacht. Ist egal. Ist jetzt doch egal. Machen wir es einfach so. So, dreimal auf Holz geklopft. Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt können wir... Ah. Zeppelins. Wieso sind die Blätter eigentlich immer so verdammt laut? Ja, ein Apfel. Sauber, ein Apfel ist da runtergekommen. Jetzt haben wir auch schon mal ein bisschen Holz. So, das können wir dann mal... können wir erstmal ein bisschen benutzen. Machen wir erstmal ein paar Sticks. Und noch eine Workbench. So, wir haben natürlich auch Ziele, die wir hier drin erreichen müssen. Ach Mist, ja, okay, wir brauchen eh erstmal... eine Holzspitzhacke, damit wir später... was weitermachen können. Ich kann ja mal eben kurz gucken, während ich den nächsten Baum ich hier setze, während den nächsten Baum ich hier setze, was wir denn für Aufgaben haben. Crafting Challenge. Kompass, Paints, Bookshelves, TNT, nein, Dispenser, Stickbissen. Nein, da ist nichts, was dabei. Farm Challenge, was ist da? Ja, da muss ich ein paar... Aha. Okay. Was muss ich denn? 20 Stacks Kohle. Iron, Gold,
Also, was muss ich finden? Also, nee, da habe ich noch nichts von geschafft. Okay. Ich wollte was machen. Ach ja, genau. Ich kann einmal kurz Statistiken, ja. Blöcke. Abgebaut. Da kann man ja auch nachgucken, was ich schon alles abgebaut habe, damit ich das später mal herausfinden kann. Also, ja, okay. Okay. Ach, geht das denn? Ja, das geht auch, meine ich, mit dieser Spitzhacke, ne? Ja. Mit zwei Kohle. Wahrscheinlich. Nee. Okay. Das war nicht viel. Dann müssen wir das hier noch holen. Ist hier auch nicht mehr Kohle oder was? Boah, schlimm, ey. Ja gut, dann müssen wir jetzt erstmal... Dann können wir uns gleich erstmal noch eine Steinspitzhacke machen. Gleich wird es dunkel hier, wenn wir jetzt hier weiterarbeiten. Also müssen wir erstmal ein bisschen Platz schaffen. Licht und Licht. Ich kann mir mal erstmal direkt ja eine Schaufel machen und eine davon machen. So. Ja, da könnte ich da bauen. Ja, mache ich. Ja, ich mache aus diesen ein bisschen Kohle. Ein bisschen Fackeln mache ich daraus. Damit ich hier ein bisschen was sehe, damit die auch wachsen. So. Dann habe ich schon mal jede Ecke erleuchtet. Jetzt sieht man das auch. Kann da schon mal was hin. So. Hier haben wir noch Erde. Die ganze Erde. Brauchen wir Erde jetzt erstmal, ne? Zack, 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 zack. So. Den Clay hole ich mir jetzt auch gleich direkt. Aber zuerst brauchen wir jetzt nur noch Erde. So, die ganze Erde holen wir uns hier. Ist ja auch überhaupt nicht viel oder so, nein. So. Irgendwas anderes hier noch ein bisschen zu holen. Irgendwelche Erze mal. Wäre auch schon ganz cool am Anfang. Jetzt nehmen wir mal eine Fackel hier, damit ich auch hier nichts spawnt. Jetzt haben wir erstmal genug Erde. Können wir mal den ganzen Clay hier abbauen. What the hell? Wie viel Clay ist hier denn, ey? Das ist ja... unglaublich. Gedacht, Sand zu finden ist voll schwer, aber war Clay auch, aber muss ich sowas direkt am Anfang machen? Ich glaube, ich muss gleich mal eine Truhe nur für Clay machen, ey. Ich muss irgendwie über 9000 mal Clay und 9000 mal Sand sammeln, also